Alter, wie viele schreien denn da? Oh, Herz zerreißen, Alter. Gleich erlebt er sein blaues Wunder. Er kommt nicht rein. Hallo und herzlich willkommen. Euer Sensler Savannah wieder hier und heute mit einem Experiment. Ich habe irgendwie keine richtigen Gelüste sozusagen auf den Online-Modus, auf Live-Kämpfe sozusagen. Da habe ich mir mal gedacht, okay, Factory ist eigentlich ja so deine Hass-Map und dann spiel sie doch einfach mal im Offline-Modus. Aber nicht einfach so im Offline-Modus, nein. Wir machen mal die Bosse an, wir machen die Schwierigkeit auf unmöglich und die Anzahl der AI auf Horde. Ich weiß nicht, was Horde bedeutet. Ich lasse mich da mal überraschen. Keine Ahnung, ob die da immer im Bulk angerannt kommen oder so. Wir werden sehen. Ich werde wahrscheinlich hier keine 2 Meter weit kommen. Ich hoffe, ich habe genug Munition einstecken. Wahrscheinlich hätte ich mir auch eine bessere Body-Armor anziehen sollen. Sprich, ein besseres Armor-Trick. Aber, wir probieren es einfach mal so. Bis jetzt lässt sich noch keiner blicken hier. Von den Kameraden. Oh. Da. Erste Stimmen werden laut. Es kann ja wohl nicht sein. Was? So, wir sind jetzt besser ausgestattet. Eine Slick. Eine schöne MK3 TV-Weste mit ordentlich Granaten. Gute Magazin, ein 60er Magazin zum aktiv feuern sozusagen. Die anderen sind halt nur Ersatz. Factory 1528 Offline-Modus. Enable BVE. Enable Bosses. Impossible Horde. Ich habe Angst. Lalalala. Es wird wieder direkt in die Hose gehen. Und mit BT-Munition ist es vielleicht auch nicht so. Nicht die beste Waffe, nicht die beste Munition. Direkt neben mir. Kommt, holt mich. Er kommt. Gleich erlebt er sein blaues Wunder. Er kommt nicht rein. Hund war clever. Habt ihr gesehen, wie er um die Ecke geguckt hat, Alter? Ich fasse es ja wohl nicht. Oh, das 60er Mac. Oh no! Es dauert so unendlich lang. Sie kommen von überall. War mit ihm, Alter, war es Stahl. Tür zu. Alter, was ist hier los? Ah!
Ich bin dort komplett im Arsch. Ah! Alter, leck mich am Arsch. Aber 7 immerhin. Besser als vorhin. Besser als Asteroid. Geht los. Diesmal habe ich 3 60er Magazine eingepackt. Und 2 30er zum Ersatz. Als Ersatz. Scheiße, ich bin bei Takila gespawnt. Nicht, dass er gleich zornig um die Ecke gerannt kommt. Na dann. Das war eigentlich, glaube ich, hier drinne keine so gute Idee. Die kamen von allen Seiten. Man müsste sich irgendwie Fluchtwege offen halten. Direkt ins Face. Was hast du? Ach, ein Schrotzer. Sonst noch irgendwas? Ach, eine Granaten. Nägel brauche ich jetzt nicht, Alter. Gib mir Granaten. Passt auf. Den feuere ich eine Granate raus. Scheiße. Ah, da laufen sie. Hilfe! Ah! Ich bin völlig eingekesselt. Ich muss ja den Ausbruch wagen. Im Bad hat sich noch keiner häuslich niedergelassen. Könnten noch 100 ins Büro abdriften. Los Leute, die tricksen wir aus, die Hunde. Wollen wir uns mal auswagen? Hin. Junge, die fallen wie die Fliegen. Was hat er denn an, Alter? Bestimmt Granaten dabei. Gib Granaten, Alter, Granaten. Yes. Dein komisches Portemonnaie kannst du behalten, Alter. Ich will Granaten. Oh, Stick. Was ist das? Scheiße. So ein schöner Schlüssel.
Ich hab Schiss. Alter, wie viele schreien denn da? Herz zerreißend, Alter. Herz zerreißend, sein Gejammer. Wir schaffen es niemals raus hier. Dass keiner in den Rücken scheißt. Sind die alle hin? Die haben da vorne geschrien wie am Spieß. Hinter mir. Alter. Findest du das nicht ein bisschen fies? Aha. Iki Priki, Bolschewiki. Hier will ich eigentlich nicht rein. Weil dann kriegst du es von vorne und von hinten. Ich meine, hier kriegst du es auch bloß von vorne und von hinten. Oh. Oh. Er wollte was von Granaten, hat was von Granaten gefaselt. Dann wird er doch wohl welche bei sich haben. Na, dankeschön, mein Bester. Der hat keine Granaten dabei. Mist, sie belagern mich. Diese kleinen Bastarde, die Türen aufmachen. Nein! Er wechselt das Magazin. Ich wollte die Tür zumachen. Oh, das 60er ist leer geschossen, Alter. Leck mich am Arsch. Das kann ich jetzt nicht vollstopfen. Wir haben noch 5 Minuten. Die sitzen alle da draußen und warten auf ihren großen Moment. Der wird seinen großen Moment leider nicht mehr erleben. Ich einfach mal zu diesen... Au! Nein! Oh, hab ich mich erschrocken. Alter Schwede. Boah. Oh. Oh. Das ist zu hart für mich, Leute. Das ist... Oh. Piotr Snyder hat mich umgenietet. Aber guckt's euch an. Guckt's euch an. 14 Leute habe ich in den Tod gerissen. Wie viel habe ich mit einer Granate weggemacht? Nur... Oh, 2 Stück. 2 Stück. Circa... Ne, 3 Stück. 3 Stück. Okay. Na gut, dann lasse ich es erstmal für heute hier mit Factory Impossible Raids. Aber hat Spaß gemacht, fand ich. Und kann man mal machen zwischendurch. Man verliert ja nichts. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Senfless.